Willkommen zurück zu Ni no Kuni 2 Ribbon Kingdom. Und jetzt gehen wir Richtung Katzbuckel. Wenn man hier das königliche Siegel einfügt, oho, schick! Ich wollte schon immer mal den Königsweg beschreiten. Natürlich. Wow. Ist doch ziemlich hübsch hier. Irgendwie hat sich einiges verändert. Well. Auf den ersten Blick wirkt alles friedlich, aber es ist weit und breit kein Mietz zu sehen. Die werden wohl alle abgehauen sein. Ja. Pater Leon lässt die Miet streng überwachen. Direkt nach dem Putsch war eine Flucht vielleicht noch möglich, aber jetzt? Ein Teil von ihnen soll hier irgendwo unter miserablen Bedingungen leben. Blimey. Schrecklich. Alright. Dann lass uns erstmal hören, was die Maus in der Stadt so, was die so erzählen. Die Leute hier würden euch und Roland sofort erkennen. Majestät, ihr solltet besser stets die Kapuze aufbehalten. Ja, verstanden. Weil man uns so nicht erkennen wird. Logisch. Ha, ha. Ja. Wir können wohl nur hoffen, dass sie uns mit dieser Verkleidung nicht erkennen. Hey, keine Beschwerden, ja? Wir hatten ja nicht viel Zeit, was ordentliches zu besorgen. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Zumindest werden wir nicht sofort detected hier. Wir müssen mal vielleicht an so Leuten vorbeigehen, die uns vielleicht detecten könnten. Oder? Wir werden mal gucken, was die Leute so uns zu sagen haben. Was sich hier verändert hat? Seit wir von einer Maus regiert werden, fragst du? Weiß nicht so genau. Um ehrlich zu sein, hatte ich nie einen besonderen guten Eindruck von den Miets. Als ich ein Kind war, hat mich ständig so ein Junge aus der Nachbarschaft geärgert. Und meine Mama hat auch immer gesagt, ich soll den Miets lieber aus dem Weg gehen. Aber dass König Leopolds Schuld ist, würde ich nicht sagen. Und außerdem kann unsere Generation es doch besser machen, nicht wahr? Was vorbei ist, ist vorbei. Aha. So ist es also. Ich würde ja gerne hier auch nochmal Teleporter finden, weil das wahrscheinlich eine große Stadt ist, wie ich es hier sehe. Ganz viele Leute. Hi. Ich bin gerade der Mies ist rapide angestiegen. Yeah. Das geht ja gar nicht. Was für kriminelle Leute sind das denn? Hey. Da kann man sehen, wenn man unterdrückt wird, dann wird man kriminell. Yeah. König gratuliert und verdient echt Respekt. Er hat dieses Land förmlich von heute auf morgen komplett umgekrempelt. Die Miets tun mir schon etwas leid. Aber letztendlich machen sie ja genau das gleiche durch, wie wir all die Jahre. Jetzt sind eben sie benachteiligt. Wäre seine Majestät König Leopold nicht an einer Krankheit verstorben, sieht die Zukunft unseres Landes sicher anders aus, wie das Leben so spielt, was? Von wegen Krankheit. Hm.
Lach mich ja tot hier. Yeah. Unser Leben hier hat sich komplett verändert, seit Ratoleon an der Macht ist. Ja, der König hat immer was von Gleichberechtigung erzählt, aber geglaubt habe ich das eh nie. Wenn ich nur daran denke, was ich alles ertragen musste, als ich klein war. Kinder können so grausam sein. Aber jetzt hat sich endlich das Blatt für uns Maus gewendet. König Ratoleon ist ein echter Held. If I may be so bold. Ja, die meisten Maus scheinen Ratoleons Machtübernahme ja zu begrüßen. Mhm. Überrascht mich nicht. Unter Ratoleon geht es ihnen zweifellos besser als je zuvor. Hm. Moment, nur damit ich das richtig verstehe. In Katzbuckel sind die Maus lange Zeit von den Miets diskriminiert worden. Jetzt hat sich das Blatt gewendet und es sind die Miets, die von den Maus diskriminiert, aber auch unterdrückt werden. Hm. Ja, sieht so aus, ne? Das ist alles? Sieht so aus? Ich wusste nicht einmal, dass die Maus früher unterdrückt worden sind. Ich weiß nichts über dieses Land. Ich sollte einmal als König dieses Land führen. Doch eigentlich weiß ich rein gar nichts darüber. Ifan. Ich würde gerne auch die Meinung der Miets zu dieser Sache hören. Allerdings habe ich noch keinen einzigen gesehen. Hm. Hey, ihr Streuner, ihr seht so aus, als hättet ihr gerade nichts zu tun. Kommt doch mal bitte rüber. Ich hätte eine Bitte an euch. Was zum Teufel, warum werden wir vor allem von so jemand angesprochen? Gut, ich muss mal kurz was gucken. Ich wurde nämlich kurz angeschrieben. Ich muss mal kurz gucken, was ich da bekommen habe. Das ist jetzt kurz mal ein wenig Silence hier in der Musik. Achso, okay. Und dementsprechend, reden wir jetzt mit ihr. Was für eine Bitte hast du denn? Ah, hey, ich war sicher, du würdest einfach weitergehen. Prima, du musst mir nämlich einen Gefallen tun. Ach. Jetzt ist es schon ein Gefallen. Nichts Wildes, keine Sorge. Ein Fisch. Oder nee, gar nicht. Ein Krapfen ist ja kein Fisch. Gebäck. Was ist das? Unsere Spezialität des Hauses. Ein Krapfen. Nee, ein Krapfen. Also. Ja, eigentlich ist es ein Gebäck, aber hier heißt es anders. Wahrscheinlich ist es doch irgendwas mit Fisch. Den müsstest du zu einem Miets namens Moroko bringen. Moroko hat sich gerade versteckt. Aus gewissen Gründen. Er müsste aber hier ganz in der Nähe sein. Du kannst ihn ganz leicht an seinem schwarzen Schwanz erkennen. Die Richtung ist schon... Achso, die Richtung, genau. Die Richtung ist schon beglichen. Du brauchst ihm also den Krapfen nur zu geben. Sind wir jetzt hier in die Laufburschen oder was? Ja. Wenn ihr fertig seid, sagt mir Bescheid. Ich lasse euch natürlich auch was springen. Was soll's, dann suchen wir mal den Moroko. Den bestimmten Klacks. Es gibt ja sonst kein Miets mehr. Ja, was für ein Zufall, dass wir jetzt genau, wo wir nach Miets suchen wollen, auch nach einer Miets suchen müssen. Ne? Ich glaube, unten ist falsch. Ja, die Map einfach mal öffnen. Ja, schon. Korrekt. Ich werde nicht entdeckt von dem, ne? Ne. Ein schwarzer Katzenschwanz. Du bist Moroko. Stimmt's? Ah!
Mila, haben wir nichts getan. Bitte verschont mich. Howdy do. Howdy do. Krieg dich wieder ein. Wir wollen dir nichts ans Leder. Wir haben dir nur was zu futtern gebracht. What? Ein Karpfen. Yes. Der ist von Wilmausina aus dem Futternapf. Oh. Puh, du hast mir einen ganz schönen Schreck eingejagt. Ich dachte schon, die Soldaten hätten mich erwischt. Thanks. Vielen Dank. Gerne, aber sag mal, kann ich dich noch was fragen? Was ist mit der Miez hier passiert? Ihr seid nicht aus Katzbuckel, oder? Komisch, ich dachte, hier kommt keiner mehr raus oder rein. Hm. Seit Rato Leon hier das Sagen hat, wagt sich kein Miez mehr auf die Straße. Gerade eben musste ich von ein paar Soldaten davonlaufen, die mir irgendwas anhängen wollten. Dabei habe ich mir einfach nur was zu essen bestellt. Deswegen hast du dich hier versteckt, ohne den Karapfen mitzunehmen? Yep. Ja, die meisten Miez wurden aus ihren Häusern gejagt und müssen jetzt unter unmiezlichen Bedingungen abseits der Stadt ihr Dasein fristen. Die Soldaten lassen niemanden dort rein und raus, deswegen schleichen wir uns durch die alten Abwasserkanäle, um Essen zu kaufen. Golly. Das ist also der Grund, warum man keine Miez mehr sieht. Oh. Eigentlich würde ich lieber mal wieder einen richtigen Fisch essen, aber so was ist fast unmöglich zu bekommen. Hoppla, was hätte ich die Zeit vergessen? Ich sollte besser verschwinden, bevor ich doch noch erwischt werde. Goodbye. Wer weiß, wenn das Schicksal so will, sehen wir uns vielleicht wieder. Mach's gut. Wüsstest, dass du gerade mit König Eva geredet hast. Zurück zu Wilmausina. Los, los. Lass uns gehen. Wenn du wüsstest, du dumme Katze. Doch, man hört den Regen nicht so doll. Aber es regnet. Mal wieder. Eigentlich regnet es durchgehend momentan. Das ist so schlimm. Welcome. Hey, da seid ihr ja wieder. Habt ihr den Karpfen abgeliefert? Mhm. Ja, wie du wolltest. Tut mir leid, dass ich euch einfach so für meine Belange in Beschlag genommen habe. Ihr wart mir wirklich eine große Hilfe. Und hier eure Belohnung, wie versprochen. Die habt ihr euch verdient. Noch ein, okay. Ein Karapfen? Und ich war schon froh, dass ich das Ding nicht mehr sehen muss. Aber warum denn? Probier's doch erstmal. Die sind wirklich lecker. was? Und wenn er dir schmeckt, weißt du ja, wo du Nachschub bekommst. Cheek. Wie jetzt? Ist das ein Werbegeschenk? Moroko zufolge hauen die Miez also an einem streng bewachten Ort. Und sie benutzen die Kanäle der alten Katzalisation, um die Wachen zu umgehen. Blimey. Die armen Miez dürfen ihre Unterkunft also nicht mal mehr verlassen. Ist ja wie ein Gefängnis. Von den Wachen sollten wir uns möglichst fernhalten. Das Risiko ist viel zu groß. Wenn wir uns dort umsehen wollen, sollten wir ebenfalls durch die Katzalisation gehen. Dann machen wir das. Weil wir einfach so wissen, wo man lang gehen muss. Ausflug nach Mechbaum von Fritz. Ich war neulich das erste Mal in Mechbaum und ich muss euch sagen, die spinnen da alle. Wisst ihr, was das sein soll? Ein Hotel. Hinter jeder Tür ist ein Zimmer. Beziehungsweise eher eine Röhre. Ich bin mir vorgekommen wie ein Fisch im Ofen, muss aber zugeben, das Bett war überraschend bequem. Das soll ein Hotel sein? Ich dachte erst, dass It ein
Hochofen oder so XD. Im Mechbaum ist das einst häufiges Hotel, so von Stil her. Ich würde zumindest gerne mal, ausprobieren. Ja, das sieht so ein bisschen komisch aus. Also, naja. Kristallisation ist schon der richtige Weg hier. Auch Mietz? Noch Mietz-Soldaten? Was machen die denn hier? Hey, hey, was sollen wir tun? Wenn das so weitergeht, dann... Ich weiß, aber was sollen wir dagegen machen? Das ist eine gute Frage. Gott, die sieht doch so ganz komisch aus. Hier. Wegen Monsterübergriffe gesperrt. Ja, das soll ja nicht so das Problem sein. Kann ich denn mal mich bewegen? Ja, jetzt. Ah, hier ist aber modrig und stinkt so sehr. Kein Wunder im Abwasserkanal. Hm. Ich kämpfe einfach mal gegen ein paar Gegner. So. Gehen wir einfach mal irgendwie so einen Weg hier mal lang. Zack, zack, zack. Ha! Endlich! Ein Gegner besiegt. So. Die halten aber doch schon viel aus, ne? Mal schau mal. Dann nehme ich mal mit. Wie das jetzt aussieht. Ah, guck mal, da haben wir schon ein paar Schwert-Switches gemacht. Die Bilder sehen da oben so ein bisschen, ne, die sehen jetzt anders aus. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Ah ja, genau. Die hat ja hier auch dasselbe. Ups. So. Haben wir mal wieder. Ah ne, wir müssen mal gucken hier unter. Genau. Und. Ja, das wird ja alles automatisch dann, ne? So. Wir mal ein bisschen unsere Sachen geupgradet. Kanal 1. Da oben müssen wir irgendwie hin, aber das sieht schon danach aus, als würde das ein guter Weg sein, den wir hier gehen. Warte! Da, ey, da, ich muss da hin. Wieso fliegt das so weit? Ja, das ist natürlich eine geile Ansicht gerade gewesen. So, wir machen trotzdem Damage mit dieser Erweckung quasi. Auch wenn die sich da wirkungslos machen. Nehmen wir auch noch mit hier. Oh, hier sind schon orange Gegner, aber das geht auch noch.
Ah, da habe ich sogar noch ein paar Items aus dem Kampf vergessen. Oh, das ist aber ein großes Vieh. Ja, genau, gleich erstmal sofort hier so viele Fähigkeiten machen oder so, ne? Ah, fuck, aber das macht Damage. Ja, genau, leck mich. Ja, was zum Pikeritis? Komm. Wir müssen heilen. Zack, zack. So. Alter, das Monster ist schon echt gemein. Da weg, da weg, da! Haben wir dich. Muss aber so ein Challenge-Jig sein hier. Wir haben ein neues Schwert bekommen. Aha! Dieser Ort ist weitläufiger als erwartet, ja. Hier da oben ist zumindest schon mal Kanal 2. Und ein Speicherpunkt. Da sollen wir mal hin. Sollten wir mal hingehen. Aber ich finde ja, die Gegner hier, die sollten wir noch mal besiegen. Da schaffen wir das ja, Level 50 zu werden in der Kanalisation. Sind der Gegner in den Kampf oder reingekommen oder waren die schon die ganze Zeit im Kampf? Reißigkeit! Mal dieses Monster nicht mehr wirkungslos sein. Kann es mal bitte wieder normal werden? Vergessen. Ja gut, da will ich auch gar nicht lang. So, dann würde ich sagen, hier können wir leider nicht speichern, aber ein Speicherpunkt ist ja in der Nähe. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und ja. Vielleicht werden wir hier 50 noch. Ich denke mal, dass wir 50 wären hier in dieser Kanalisation oder. Wenn nicht, wir haben die Möglichkeit, das zu werden. Ich denke mal, wir schaffen das alles jetzt hier. Leveltechnisch ist das schon ganz okay für die Story. Ja, dann schauen wir mal beim nächsten Mal, ob wir dann das Lager der Meets dann kommen. Ist ja ziemlich gefährlich, was sie sich da, was sie alles machen müssen, um dann in die Stadt zu kommen. Ne? Die dann durch diese Kanalisation gehen müssen. Ja, also bis zum nächsten Mal. Haut rein.